So, und damit, hallo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Cyberpunk 2077. Schön, dass ihr wieder dabei seid und Bock drauf habt. Ja, wir sind ja hier. Okay. Wir sind jetzt hier in dem Hotel. Wir sind ja auf dem Weg zu diesen Typen da. Bin der in der Hill? Frau Magna, einer. Ich hab doch mit dem Typen hier schon gequatscht. Hä? Kennst du diese Frau? Mitte 30 oder so. Bisschen kleiner als du. Ist wohl oft hier in der Ecke. Das hier ist kaputt. Hier gibt's viele Leute. Ist das so? Auch viele Klugscheißer? So einige. Auch Klugscheißer, die ein Bullengesicht erkennen? Komm schon. Kennst du sie oder nicht? Vielleicht. Kommt darauf an, wie viel du heute für deine Einkäufe nichts. Hab ich doch schon gemacht. Okay. Soll also heißen, ja, egal, komm. Der Tiger Claws? Was? Nein, das würde ich nicht tun. Oh, ich glaub dir das. Aber die? Und manchmal noch ganz andere Sachen. Okay, ich hab's verstanden. Sie hat sich ein Zimmer in dem Hotel genommen. In dem da drüben. Ja, wissen wir. Danke. Wow. Wow. Du bist eine einzelne Maschine. Einzige Maschine, wa? Eieiei. Ja, okay. Was ist denn mit dir falsch? Wieso hast du kleine Wurst und eine Knarre? Hast du Lack gesoffen? Ja. Hey, war ich doch schon drin. War ich doch schon. So, jetzt. Ja. Gut, da gibt's nichts. Ah, ist die Tür noch draußen. Was packt ihr denn da? Gun and Run. Gun and Run, Retros. Das Gun and Run sieht aber anders aus als das Gun and Run. Run and Gun. Das ist bestimmt nicht Run and Gun. Das sieht mehr nach Run and Gun aus. Welche Fähigkeit? Oh. Vektor. Ich habe hier irgendjemand stöhnen hören. Wer bin denn? Ja, schön. Data Mining Version 3, Anzahl Euro Dollar Komponente. Dann fangen wir mit E9 an, wa? Wow. Ich habe einfach mal 1700 Money gekriegt. Nice! Kann ich meine Schulden ja bezahlen. Okay, hier ist jemand. Du. Offen. Erstmal Penisbild. Es ist eher so, man sieht ein Penisbild. Mit zwei Penissen. Okay. Was hat? Ja, nee. Euro-Dollar. Okay, einfach mal alles einsacken. Oh, meine Gesundheit ist ziemlich am Arsch. T-Shirt. Sprühfarbe. Sie haben ein Pötchen mal trinken. Okay, cool. Trinken. Another Valentine for was? Pacifica. Hallo? Ach du. Ich in dem komischen Gammelviertel. Mac and Cheeses. Alles klar. Mac and Cheese. Da ist noch was. Dollar, Dollar, Dollar. Aktien. Da ist eine Schere. Die ich nicht aufnehmen kann. Wow.
Na, Klamotten. Gut. Das geht, Bro. Ja. Ich kann dir wohl die rüber wegschießen. Und ich komme nicht rein. 4 von 6. Oh. Also komme ich die Mira jetzt gar nicht rein in die Mission. Ja, gut. Gut. Dann nicht. Dann hat sich das ja erledigt. Der Auftrag. Warte, bis er bezieht. Das ist später als nie. Bezahlen deine Schulden an Victor. Ja. Dann machen wir die Spritztour. Sprich mit Jackie. Hey. Dann sprechen wir mit Jackie. Die zockt immer noch. Was geht, Ladies? Was geht? Bist du blind? Alles klar. Halt, warte mal. Für neue Waffen. Mal gucken, welche besser ist. Zack. Da kommt. Schrotflinte. Hier noch irgendwas? Nö. Gut. Verkaufen. Bom. 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 Oh, die kann ja auch. Bom. Cool. Cool. Oh, ich habe ein Visier. Digga, steckt die Knarre weg. Oh, da liegt noch was Grünes. Stimmt, ich kann mal meine Granaten. Moment, dann hier. So. Kein. Gut, dann wo ich meine Karre nochmal stehen, ich glaube oben. Ne? Was hängt aber zwischenzeitlich echt wo hart, wa? Digga, bist du denn für ein Gangster? Halt die Klappe. Ups. Da habe ich nochmal von Radiosender. So ist das richtig schwierig. Ich glaube, ein Moped wohl geil, aber weiß nicht. Da habe ich mehr Bock drauf. Da war doch irgendwo ein Überangriff. Eigentlich habe ich. Bin ich irgendwo gesehen an? Aber technisch ist das noch nicht ganz auf. Ah, wollte ich sagen. Überfall. Probleme, Leute! Ich glaube, ich habe einen Zivilisten erschossen. Sechzehn Schuss.
Also Ele. Warum beginnen jetzt die besonders durch das Kräfte weiter schon? Okay, neu öffnen. Jo, war eine bessere. Boah, was ist das? Scharfschützengewehr. Pistole. Boah, was? Die ist besser. 67. So. Da ist noch was. Komm, wir fahren mit dem Moped. Oh. Nein. Kreis ist ja aussteigen. Digga, willst du mich verarschen? Und ich Überfall. Okay. Dann schon nicht. Komm ich da jetzt hoch? Ah, das ist Leiter. Hier den Kopf weggeschossen? Oh, ich habe den Kopf weggeschossen. Warte, warte. Was war das denn jetzt? Gut. Schon auf. Wo ich denn da auf? Thank you.
Verdammt! Nein, jetzt habe ich das verkackt. Und von linken. E9, E9. Ja, hab ich Deutsch. So 500? Weil der kackt denn. Uah! Ja, ich will. Ah, Radio. Nachrichten. Also Moped fahren, so ist richtig geil. Der Priester ist weg. Mein Herzchakra scheint mir. Was hat er denn für ein Quatsch? Ich kann's wieder richten. Aber du musst dich von negativen Energien fernhalten. Und von fiesen roten Dingen. Wie? Hör mal. Hab mit Dex gesprochen, als du beim Doc warst. Er ist in seinem Auto. Er wartet auf dich. Parkt hier ganz in der Nähe neben Gramsci Burgers. Okay, dann mache ich mal Werbung für uns. Wie, hör zu, ich habe hier eine heikle Sache. Deshalb rufe ich dich an. Die Zahl der Cyberpsychoangriffe nimmt weiter zu. Das weißt du sicherlich auch. Aber mir liegt dieses Problem aus verschiedenen Gründen. Manche Leute meinen, dass man Cyberpsychose behandeln kann. Genau. Ich weiß, wie das klingt. Aber ich finde, selbst eine experimentelle Therapie ist besser als eine Kugel im Kopf. Wenn ich von einem möglichen Angriff höre, sage ich dir Bescheid. Vielleicht kannst du vor MaxTech vorbeischauen. Aber denk dran, du sollst niemanden umbringen. Du sollst den Angreifer außer Gefecht setzen. Und ich lass ihn abholen. Klare Anweisung, oder? Okay. Ja, bitte. Ja, yeah, 2001. Oh, 21.000. Okay. Ich habe 2.100 gelesen. Gut, dann tschüss. Ich habe wirklich 2100 gelesen. Ich guck jetzt mal rein hier. Jetzt ist die Tür weg hier. Gut. Ich gehe aber zu dem Dex oder Dexter, wie der heißt. Wow. Halt das halt hoch. Ah. Schieß doch gar nicht. Yo, Mr. V. Ein Vergnügen. Dexter, was geht, Digga? Leibhaftig. Echt schweres Tier. Fahr los. Ich habe eine Frage an dich. Was ist dir lieber? Ein Leben als Nobody, der uralt wird und nach Pisse stinkt? Oder als Draufgänger, der nicht älter als 30 wird, Geschichte zu machen?
Was zählt, ist, wie Leute dich in Erinnerung behalten. Na, CT Bridman als Nobody nicht lange. Komm. Entweder du bist Mr. Somebody oder du versinkst im Nichts. Hallo. Night City lässt keinem eine Wahl. Oh doch, das tut sie. Weißt, in meinem Job bin ich immer Mr. Chill. Aber wer meint, das ausnutzen zu wollen, lernt die Bestie in mir kennen. Okay, hör zu. Ich hab da was Großes. Riesig. Verglichen mit der Jagd auf ein paar stinkende Scavs. Lass hören. Worum geht's? Da ist dieser Tech-Prototyp. Ein Biochip, genauer gesagt. Den sollen wir klauen. Ganz einfach. Mhm. Schätze, der gehört einem Konzern. Für dich. Nee, Mann. Alles gut. Konzerne verdienen keine Sonderbehandlung. Du machst keine halben Sachen, was? Das ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft und haufenweise Eddies. Schieß los. Wie ist der Plan? Zwei Dinger. Erst was Kleines mit den Maelstrom-Jungs, das dringend erledigt werden muss. Danach ein Rendezvous. Easy. Die Kundin, die uns den Job verschafft hat, ist ungeduldig. Will mit einem vom Team plaudern. Maelstrom, wo liegt das Problem? Die Kundin, erzähl mir von ihr. Nimm mal die Kundin. Die Kundin. Wie ist die drauf? Wozu das Treffen? Heißt Evelyn Parker. Sicherheitscheck war nicht leicht. Braucht unbedingt eine andere Hose. Dass ich Informationen suche. Und weiter? Ein paar Brüder aus Pacifica haben sich gemeldet. Meinten, ich soll nicht rumschnüffeln. Und das war's. Jedenfalls will die Kleine jemanden treffen, der dabei ist. Der die ganze Sache mit durchzieht. Verstehst du? Ich bleib auf Abstand. T-Bug kann ich gut mit Leuten. Und Jackie hat Talent, kann aber nicht alles. Du weißt schon, was ich meine. Bleibst nur noch du. Maelstrom. Was für ein Problem hast du mit Maelstrom? Gibt's Zoff? Steck den Splitter ein. Splitter einstecken, okay. Wir haben echt einen Klassiker. Psycho Gang zieht ihr Ding durch, überfällt vor zwei Wochen Mini. Und der Konzern weiß nicht mal, dass Maelstrom dahinter steckt. Die Sache ist, im Konvoi war der Flathead, kleiner Kampfbot. Ein Prototyp. Dieses Hightech-Kerlchen hätte ich gern. Denn ohne den Bot gibt's auch keinen Saka-Chip. Und das war's dann mit dem Glück bis ans Ende aller Tage. Aber pass auf, der Kleine ist ein Einwegspielzeug. Eigentlich habe ich das verdammte Ding astrein von Maelstrom gekauft. Nur leider von dem Kerl, der Brick hieß. Ich sage hieß, weil Brick der Anführer war. Bis drei Tage nach Abschluss des Deals. Dann kam sein Kumpel und Gangbruder Simon Randall, auch Royce genannt, und hat ihn gestürzt. Royce hat jetzt das Sagen, und ich habe keinen Schimmer, ob er das Wort seines Vorgängers hält. Und als wäre das nicht genug, interessiert sich plötzlich Meredith Stout von Militech für den Konvoi. Wer ist die Primadonna? Konzernagentin, Dienstaufsicht. Fragt überall wegen dem Konvoi herum, als hinge ihr Leben davon ab, ihn zu finden. Ihre einzige Spur gefesselt in ihrem Kofferraum. Ihr Stock im Arsch wird nicht kürzer, also wird sie langsam verzweifeln. Entscheide du, was du mit der Info anstellst. Natürlich brauchst du dafür Infos über unser Angsthäschen. Schick sie dir gerade. Okay, gut. Hab alles, was ich brauche. Legen wir los. Genau das wollte ich hören. Ich arrangiere das Treffen mit Mrs. Holst du allein. Schau ich. Eins noch, Mr. B. Ruhiges Leben. Oder ruhmreich draufgehen. Hm? Okay, kann ich nicht drauf antworten, keine Ahnung. Wir sehen uns. Ja, du hältst mich jetzt, schmeiß mich jetzt hier raus. Okay.
Jackie. Hab mit Dex gesprochen. Gordito ist ein dicker Fisch. Nicht nur sprichwörtlich, was? Er weiß auf jeden Fall, wie er sein Business beschützt. Wir sollen ein paar Probleme ausbügeln. Vorarbeit. Bevor er uns einen großen Job gibt. Es geht um einen Kampfbot. Militärischer Prototyp. Maelstrom hat ihn sich gekrallt. Dex hat sie dafür bezahlt. Aber dann hatte die Gang auf einmal einen neuen Boss. Stimmt. Davon habe ich gehört. Royce gegen Brick. Feindliche Übernahme. So ist es. Dex will, dass wir mit Royce reden. Er hat mir auch die Nummer einer Militech-Agentin gegeben, aber kein Plan, ob die uns helfen kann. Klingon. Und da ist noch was. Ich soll mit der Auftraggeberin von dem Job reden. Evelyn Parker. Du? Alter. In seiner Limo rumfahren und übers Holo Tuschen anbaggern? Parker will jemanden aus dem Team treffen. Also schickt Dex mich. Wird sich was dabei denken. Also, wie willst du das angehen? Erst Maelstrom oder erst Parker? Na, wir gehen erst mit der Perle. Ich werde erst mit Parker sprechen. Rausfinden, wie sie drauf ist und was sie will. Orale, dann gehe ich zur All Foods Fabrik. Schnüffel die Gegend etwas aus. Hasta luego. Mission abgeschlossen, die Spritze. Gut. Ja, so liebe Leute, ich mal sagen, dann bin ich mal hier passend das Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Schön, dass ihr auf jeden Fall mit dabei wart und Bock drauf hattet. Jo. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich selber einen Daumen nach oben freuen. Ich habe Bock drauf. Wäre ganz geil. So, und dann werden wir im nächsten Video die Tante da mal aussuchen. Diese Parker-Tante. Ist einfach eine hässliche Karre, Alter. Und dann mal gucken, was sie uns so zu sagen hat. Zivilist. Gut. Ja, wenn ihr Bock drauf habt, dann seid ungefähr gerne beim nächsten Mal dabei. Ich ganz geil, würde mich sehr darauf freuen. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch jetzt aber noch einen schönen Tag. Bis dahin und schön mit euch.